Den können wir später ja wieder zumachen. So, The Witcher's aus The Witcher, Flashback 6. So, und aus Minecraft, Volume Alpha 3, Subwoofer Lullaby. So, wir waren hier. Und den darf ich jetzt noch nicht. Weiter geht es hier. Und den darf ich auch noch nicht. Jetzt machen wir nämlich hier weiter. Das hat nicht funktioniert. Ich glaube, ich habe die hier zu viel hingebaut. Die müssen weg, glaube ich. Oh, Luft. So ganz funktioniert. Na egal, wir haben mit der Luft. So, funktioniert das jetzt? Ja, es ist kein Wasser drin, Leute. Okay, dann gehen wir jetzt hier hin. Und jetzt? Nein! Puh, ich hab's aufgehalten. Da drüben allerdings nicht, aber das hatten wir auch gerade erst angefangen. Das ist jetzt blöd. Die kriegen... Oh. Die Ecken sind offenbar ein Problem. Eventuell muss ich das Wasser an allen Ecken komplett... Also an den Ecken komplett wegmachen. Mal sehen, ob das funktioniert. So, ich teste erstmal in einem kleinen Abschnitt, Leute. So. Mal sehen, ob wir das hinkriegen. Das hat nicht funktioniert. Hm.
Das ist schon ziemlich blöd. Sonst hat es doch gut geklappt. Und wenn ich sage, ich mache das hier, ich mache hier auch die Wand rein. Wenn ich sage, ich mache auch hier die Wand rein, dass es auch von außen die Wand zu erkennen ist. Die Elder Scrolls 2. Fork 2. Das hat nicht funktioniert. Und wenn ich mit der Ecke beginne? Ich glaube, das ist jetzt Luft, Leute. Ja, das ist Luft. Und das müsste auch hier funktionieren. So, und jetzt ist die Frage. Kann ich die abbauen problemlos? Ja, und? Nein. Sobald es von zwei oder von drei Seiten, also oben, da und da, Wasser hat, geht es nicht mehr. Ist das lästig. So hat es nur von zwei Seiten Wasser, Leute. Von hier vorne und von oben. Aber die Ecke kriegt von drei Seiten Wasser. Von oben, von hier und von hier. Aber Moment mal, wie hatte ich das denn da hinten gemacht? Das ist ja auch eine Ecke. Liegt von 1, 2, 3. Hä? Wie habe ich das denn hinbekommen? Aber ich habe es hinbekommen. Dann müsste es auch ohne, dass sie gehen. Bauen wir das mal nach.
So, gehen wir kurz nochmal Luft holen. So, und dann machen wir jetzt hier. Und es geht. Es geht. So, kann ich jetzt den hier wegbauen? Ja, und? Nein. Ist das lästig, Leute. Es funktioniert dort vorne also nur, weil dort noch dieser eine Block ist. Ah, und wenn es eine Truhe weiter wäre, hätten wir wahrscheinlich den hier, oder? 1, 2, 3. Ja, dann wäre hier die Wand. Nein, dann wäre es ganz knapp nicht der Fall. Ein oder zwei Truhen weiter, naja. Naja, es wäre immer noch der Fall, Leute. Dass es sich nochmal, dass es noch ein bisschen weiter nach hinten geht. Ich würde dann jetzt einfach mal zwei Holzblöcke da lassen, Leute. Und dann sehen wir einfach mal. Achso, ja. Einfach mal, wie das aussieht, wenn die ganze Ebene fertig gebaut ist. Das heißt, ich brauche das hier auch. Kurz Luft holen. So, und die beiden lassen wir jetzt erstmal einfach so. Und hier müsste das jetzt auch funktionieren. Ja, funktioniert. Dann müssen wir jetzt nur das hier wieder reparieren. Luft holen. Und den lassen wir erstmal. So, dann können wir das jetzt reparieren. Aus The Witcher, also dem ersten Teil, Leute. The Witcher Theme. Credits.
Es müsste da eigentlich auch funktionieren. Hoffe ich mal. Mit Stein. Oh, das funktioniert. Super. Okay, dann haben wir das. Ja, das kommt irgendwann nochmal nach ganz rechts heute. Und wenn wir irgendwo einen Tunnel haben, der noch länger ist als der hier, wird auch der hier nach vorne erweitert. Von dem her lassen wir das einfach mal so. So, das war ja so, oder? Wie hier die Lichter waren, weiß ich nicht mehr. Keine Fackel mehr. So, wie es hier weitergeht, weiß ich auch noch nicht. Gehen wir erstmal nachsehen. Ich brauche auch eine Eisentür. Hallo Zombie! Gib mir Eisen! Er ist das Feuer gestorben und hat mir kein Eisen gegeben, Mist! Naja. So, das mal da rein, das behalten wir uns. Das kommt mal da rein. Wobei halt, ne, das können wir noch. Ah nein, Leute, ich mache für heute Schluss. Ich nehme schon seit 3 Stunden auf. Und hier sehen wir es auch sehr schön. Das ist. Er ist doch hier. Ich habe vergessen, etwas in die zweite Hand zu nehmen. Oh, jetzt eine Schleimbälle. Super. Packen wir sie gleich mal hier rein. So, eigentlich können wir die auch gleich mal hier reinpacken. Oh, schon wieder fast voll. Toll. So. Und das nehmen wir mit nach oben. Dann können wir das hier nämlich einfach hier reinpacken. Und hier habe ich ja schon alles weggepackt. Okay. Die brauche ich wieder. Dann sind wir heute gut weitergekommen, Leute. Also nicht an sich nicht viel, aber wir mussten halt im Wasser arbeiten. Also das verlangsamt halt ein bisschen leider. Aber wir haben das fertig bekommen. Das finde ich toll. Beim nächsten Mal können wir da dann vielleicht auch wieder noch mehr arbeiten. Wobei ich noch nicht weiß, ob ich mit der Redstone gleich beginnen möchte. Oder ob ich erstmal alles hinbaue. Ich glaube, ich werde erstmal die gesamte Ebene bauen, so wie ich mir das vorstelle. Und danach erst die Truhen und so weiter hinbauen, Leute. Denn für die Truhen brauchen wir sehr viel Holz. Und für die Trichter brauchen wir sehr viel Truhen, also noch mehr Holz. Und Eisen. Und das ist dann halt ein bisschen viel. Habe ich das hier mit so einem Holztruhen gepackt? Ja, habe ich.
Kupfer haben wir hier. Kies haben wir hier. Und Bruchstein müssten wir hier haben. Oh, fast voll. Aber zum Glück nur fast. So Leute, dann war's es für heute wieder. Hat wieder Spaß gemacht, am geheimen Lager weiterzuarbeiten. Leider keine neue Truhe dazugekommen, aber viele Plätze. Ich hoffe, es kommt demnächst auch mal die Eisenbahnfarm dran, die Eisenkohlenfarm. Denn das bräuchten wir auch für das geheime Lager. Naja. Für heute war es aber. Wir sehen uns dann morgen wieder. Ciao.